Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus der Tatsache, dass ich mich hier live aus dem Düsseldorfer Rheinstadion melde, können zumindest die Fernsehspielfreunde erahnen, dass sie heute vergebens auf Aranca warten. Hier beginnt in etwa 5 Minuten das UEFA-Pokal-Achtelfinal-Hinspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid. Zwei Mannschaften also, die nicht nur in ihrem eigenen Land, sondern in Europa Fußballgeschichte geschrieben haben. Und da waren wir der Meinung, dass Sie Verständnis dafür haben, dass wir das heutige Abendprogramm umgestellt haben. Wie gesagt, jetzt gleich live Borussia gegen Real. In der Halbzeitpause wollen wir Ihnen dann bereits eine Zusammenfassung des Spiels Hammarby gegen den 1. FC Köln zeigen. Dann so etwa gegen 22 Uhr im Brennpunkt geht es um das Thema Kosten im Gesundheitswesen. Wie gewohnt um 22.30 Uhr im Ersten die Tagesthemen. Um 23 Uhr schließlich geht es unter dem Titel Jäger, Haie, fette Beute um die Abschreibungsbranche. Und mit letzten Nachrichten wollen wir schließlich gegen 23.45 Uhr das heutige Abendprogramm beenden. Aber das wollen wir nun endlich auch einmal richtig beginnen. Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid. Reporter ist Heribert Fassbender. Die Bildführung hat Paul Zander. Viel Vergnügen. Hier sehen Sie die Mannschaftsaufstellung des königlichen Clubs aus Madrid. Beim Real Madrid alles an Bord, was Trainer Luis Malovny zurzeit aufzubieten hat. Er hat sogar auf den Nationalstürmer Butragueño zunächst verzichtet, der mit der Nummer 16 als Auswechselspieler vorgesehen ist. Man wird insbesondere gespannt sein auf den mexikanischen Nationalmittelstürmer Hugo Sanchez, der im Vorjahr noch in Diensten des Lokalrivalen Atletico Madrid, Torschützenkönig der spanischen Liga, war. Und hier die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Alles Spieler, die Sie kennen. Kraus ist nicht dabei. Er hat sich gestern einer beiderseitigen Leistenoperation unterziehen müssen. Für ihn spielt der junge Chris. Schauen Sie sich noch einen Moment die Aufstellung der Mönchengladbacher Borussia an. Das Düsseldorfer Rheinstadion ist fast ausverkauft. Manager Helmut Grassoff sagt uns eben, dass heute Mittag noch knapp 5000 Plätze in den Verkauf gingen. Und man weiß im Moment noch nicht, werden die noch abgesetzt oder nicht. Wie dem auch sei, hier kommen die beiden Mannschaften ganz in Weiß, Borussia Mönchengladbach. Das muss man ja fast sagen, denn 30 Jahre lang hat Real Madrid Fußballgeschichte geschrieben, ganz in Weiß. Und heute kommen die Madrilenen in Lila. Das ist die königliche Farbe und das Ausweichtrikot des 20-maligen Meisters von Spanien. Rechts jetzt Libero Bruns, der Kapitän, und auf der linken Seite Camacho. Camacho war übrigens vor 9 Jahren schon dabei in diesen beiden packenden Spielen im Meisterpokal. Sie erinnern sich vor allen Dingen an das spektakuläre Spiel in Madrid am 17. März 1976. In der Mitte Schiedsrichter Luigi Agnolin aus Italien, ein sehr versierter internationaler Unparteiischer. Und hoffentlich hat er auch heute eine gute Hand und einen guten Pfiff. Es ist nasskalt im Düsseldorfer Rheinstadion. Sie sehen es bei dieser Rückenansicht des Schiedsrichters aus Italien besonders gut. Also alles andere als ein Wetter, bei dem man gerne Fußball spielen möchte. Aber der Rasen, ich war eben selbst mal unten, ist optimal für das, was hier in den letzten Tagen niedergegangen ist. Das ist auch ein Kompliment an das Düsseldorfer Sportamt, das hier mit vielen Helfern sich bemüht hat, optimale Bedingungen zu schaffen. In der Mitte sehen Sie jetzt die Beine von Hugo Sanchez, der für 3,5 Millionen Mark transferiert wurde auf dem Umweg über seinen mexikanischen Heimatverein Universidad. Und daneben ein Argentinier mit der Nummer 11, das ist Jorge Alberto Valdán. Das Spiel läuft, meine Damen und Herren.
Hier sehen Sie Wilfried Hannes, auch er vor 9 Jahren schon dabei. Heute Kapitän, damals als 18-Jähriger. So, das ist Kapitän Hans-Günter Bruns. Wilfried Hannes war es vorher, jahrelang. Was Sie nicht sehen können, die erste Rauchrakete ist auf den Platz. Hier haben wir es im Bild. Dankeschön. Abgefeuert worden. Der Stadionsprecher waltet seines Amtes. Sie kennen das. Hoffentlich bleibt das der einzige Zwischenfall. Das ist Mitchell. Junger Mittelfeldspieler. Und Uwe Rahn. Oh, eine strittige Abseitsposition, die da der Linienrichter signalisiert hat. Gallego, der Spielmacher mit der Nummer 10. Über den in den letzten Spielen, die wir beobachten konnten, fast jeder Angriff lief. Torentfernung 35 Meter. Und erster Eckball. Cordillo schießt. Das ist Cordillo, ihn erkennen Sie an den heruntergezogenen Stutzen. Kam von Betis Sevilla. Und Sanchez. Da hat Maceda voll zugetreten gegen Borowka. Das hat wehgetan. Hier sehen wir es nochmal. Viel Mühe für Olisude. Sanchez, der Mexikaner, ein Linksfüßler. Kampf um den Ball. Aber Borowka muss behandelt werden. Evalinen. Und das ist Michael Fronze. Hannes. Fronze, der kann flanken. Hinterstor. Hier die madrilenische Bank, ganz links außen, Luis Molovny, 60 Jahre mittlerweile, so eine Art Generalmanager. Schon in der Zeit des großen Bernabeu war er bei Real und dann immer wieder als Interimscoach tätig.
Da liegt der junge Chris am Boden, Thomas Chris. Sein Vater spielte früher schon Vertragsfußball bei Alemannia Aachen. Hier sehen wir noch mal die Szene. Camacho geht ihm von hinten in die Beine. Sanchez. Das ist der Mexikaner. 92 Länderspiele. Er hat im Vertrag mit Real Madrid stehen, dass jedes der Heimspiele von Real nach Mexiko im Fernsehen übertragen werden muss. Und Real hat auch Borussia Mönchengladbach gefragt und Manager Grassoff hat Real in alter Freundschaft einen guten Preis gemacht. Dieses Spiel wird zurzeit in Mexiko live übertragen. Und in Europa im Übrigen in 10 anderen Ländern auch. Hier haben wir Jupp Heynckes und die Gladbacher Bank. Neben ihm Karl-Heinz Strigalski, der Konditionstrainer, und Wolf Werner, der Trainerassistent. Daneben Helmut Grassoff und ganz im Hintergrund rechts am Bildrand die Spieler. Uwe Rahn. Wieder Sanchez. Gegen Hannes, der ihn da fault. Ja, das gibt Freistoß, klarer Fall. Also eine Art Ellbogencheck von Hannes, der immer die vorderste Spitze des Gegners nimmt. Im Moment ist das Sanchez, das kann auch mal Valdano sein. Am Ball steht Gallego. Und das mit der Nummer 4 war Maceda. Das ist Gallego. Kriens, der längste Mann. Fronzek. Wieder Kriens, 1,89. Weiterspielen, sagt Schiedsrichter Anolin. Ewald Lienen, morgen wird er 32. Bruns ist mit vorne. Und Gallego, der Spielmacher. Ja, Camacho gefoult von Chris. Das ist Camacho, 60 Länderspiele, 30 Jahre alt. Seine 13. Saison für Real in der ersten Mannschaft. Erlofsen. Bruns. Borowka, wieder der Kapitän. Und Chris.
nicht erst rein. Spiel läuft weiter. Freistoß für Mönchengladbach. Was ist denn hier los? Ich bin John Ketter und wer bist du? Freistoß für die Borussia, Torentfernung so 32, 33 Meter. Da gibt es ja ein paar Scharfschützen. Bruns und Ocho Torena. Hier haben wir Hans-Günther Bruns und die spanische Bank. Abseits. Einer der zahlreichen spanischen Kollegen. Das ist Mitchell, einer der Jungstars von Real, 22 Jahre alt. Camacho. Fronzek. Abstoß, sagt der Schiedsrichter. Knappe Viertelstunde vorbei. Es ist kein Durchkommen für Borussia Mönchengladbach. Die Spanier stören früh. Es ist jetzt eine Viertelstunde gespielt, meine Damen und Herren. Wir hatten da gerade ein kleines Tonproblem. 0:0 im Düsseldorfer Rheinstadion vor etwa 263.000 Zuschauern. Durchkommen für die Mönchengladbacher Borussia. Die Spanier stören sehr früh und sind in der Tat nicht zimperlich. Vor allen Dingen die beiden Spitzen, Mill und Kriens, werden sehr hart gedeckt. Mill von Cendo und Kriens von Salguera. Das ist Maceda, der Libero. Sie erinnern sich noch, er köpfte Sekunden vor dem Schluss für Spanien bei der Europameisterschaft das 1:0. Das brachte das Aus für die deutsche Mannschaft und das Aus für Jupp Derwall als Bundestrainer. Mill.
Escardillo. Schiedsrichter Anolin kleinlich, um das Spiel in der Hand zu behalten, das bisher wirklich sehr zerfahren war. Fronzek. Linen. Ocho Torena, der seit einiger Zeit den Nationalkeeper Miguel Angel vertritt, der verletzt ist. Aber ob Miguel Angel immerhin 37 nochmal zurückkommt, ist die Frage. Herlovsen. Nochmal der Norweger. Einwurf für Weiß. Ja, das ist Valdano. Auch ein Riesenkerl. Sanchez. Da haben wir Gallego, den Spielmacher. Die meisten Spanier spielen mit Handschuhen. Sie sind es ja auch nicht gewohnt, bei dieser Kälte zu spielen. Obwohl Madrid, das ja ein paar hundert Meter hoch liegt, auch solche Temperaturen kennt. Aber bei Schnee und Schneeregen werden die Spiele, wenn es mal dazu kommt, erst gar nicht angepfiffen. Linen. Spanier stören früh. Borowka, und der kann ja schießen. Hier sehen Sie es nochmal, der Linksschuss des Abwehrspielers Borowka. 40, 50 Zentimeter zu hoch angesetzt, die eigentlich erste gute Torsituation in der 20. Spielminute. 0:0 im Düsseldorfer Rheinstadion zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid. Frank Mill. Hannes. Prinz, kein Abseits. Er
stand der Mill noch besser. Frunzek. Gladbacher müssen jetzt den Druck verstärken. Sonst geht die Taktik von Madrid auf, hier möglichst lange zu Null zu spielen. Bruns. Frunzek. Lienen. Kann passieren, Sanchez. Und sofort geht Valdano mit. Ah, der ist sehr geschickt am Ball, der Mexikaner. Ach, der Schiedsrichter hat sich nicht bemerkbar gemacht. Er hat da eben den Gladbachern den Vorteil abgepfiffen. Es gab zwar eine Abseitsposition von zwei Madrileños, aber... Wir haben den Pfiff hier oben auch nicht gehört. Die Spieler deswegen vermutlich ebenfalls nicht. Das war doch erkennbar, dass daraus kein Vorteil für Real werden konnte. Sondern umgekehrt. Mill. Bruns. Spielt jetzt und Lienen. Ecke. Erster Eckball. Das verstehe ich jetzt nicht. War da vielleicht Ewald Lienen noch am Ball? Für mich hat Maceda das Leder gespielt. Und es hätte Ecke geben müssen. Also Schiedsrichter Anolin pfeift manchmal etwas unverständlich. Chendo verursacht jetzt also den ersten Eckstoß. Michael Frontzek vertreten.